Hallo Leute, es geht weiter mit die Schneekönigin. Und wir sind jetzt hier in diesen schönen Thronsaal gekommen. Und ich weiß noch nicht so, was ich hier machen kann. Das Zeichen des Königs prangt auf dieser Tür. Ich brauche den passenden Schlüssel. Genau, den hatten wir noch nicht. Genau, wir wollten jetzt da durch die Tür. Ich glaube, hier gibt es dann auch soweit nichts mehr zu tun. Oder habe ich hier wieder so ein Bonus-Dings-Bums übersehen? Dann Pech. Oh, da sind die ganzen Kinder. The Snow Queen found her golden child. I think her name is Gerda. She's being held deep in the palace. Kai escaped before this barrier went up. Please find him, before the beast does. Das Kind gab mir einen Kelch und sagte, dass Gerda das goldene Kind sei. Ja. Ich kenne es halt auch so, dass Gerda ihren Kai retten kann. Mit sozusagen der Kraft der Liebe oder wie man es auch sehen will. Also dadurch, dass sie so warmherzig ist und die Schneekönigin so kalt, bewirkt das halt so diese Kraft und ja. Was war das jetzt? Was ist das? Das goldene Kind? 2 von 3. Ah, okay. Hier steht geschrieben, das goldene Kind erstrahlt, wenn es magische Gegenstände berührt. Aha. Ja, ich erinnere mich halt an diese Knöpfe, die Gerda dann irgendwie hatte, aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt auch so ist und ich weiß halt nicht, ob der Film, den ich davon damals kenne, ob das auch so ein bisschen die Originalgeschichte ist. Gevatter Tod, sieht etwas hilflos aus und fehlt sein wichtigstes Werkzeug. Haben wir. Dann können wir da gleich rein, machen wir. Die Kinder können von den Äpfeln gegessen haben, natürlich. Ah, hier haben wir so ein Chamäleon-Objekt. Sehr gut. Die Wand hat einen großen Riss, doch er ist noch nicht groß genug, um sie einzureißen. Ja, das ist wahrscheinlich durch die nächste Erschütterung oder so. Kai escaped before this barrier ja. Went up. Ja, ja. Kapitel 4. Interessant. Geht los. Wir wimmeln. Doch, den Stiefel auch, genau. War gerade im Überlegen, ob ich ihn nehme oder nicht. Hier die Hosenbeine, dann suche ich noch irgendwas Rotes. Da, dieses Ding. Wo ist das Schild da hinten? Da, diesen Degen oder was. Und den pinken hier auch noch. Den Kopf, habe ich dann alles? Jawohl, das ging ja recht flott. Muss ich mich mal eben anders hinsetzen. So, Prinzenfigur. Bilder mit der exakten Anzahl von Zügen oben gezeigt. Ein Pfad zur anderen Seite. Wie viel denn? Ach ja, 14 rote, 6 blaue und 5 grüne Züge. Ja, würde ich sagen, probieren wir doch einfach mal. Schade, dass man hier auch nicht hochgehen kann. Und vielleicht sollte ich die auch mitnehmen. Ich weiß nicht. Jetzt kriege ich nämlich schon keinen blauen mehr mit, sehe ich. Hm. Da fehlt mir ein blauer. Und noch 6 rote sogar. Tja. Tja. Gut, und wie immer, hier gibt es keinen Readings-Button. Zurück. Nochmal rauf. Wie mache ich das denn dann mal? Kann man denn nochmal draufklicken, frage ich mich gerade. Wenn ich jetzt so mache. Ach, dann wurde der nicht betätigt, oder doch? Dann. Nee, dann wurde der nicht betätigt. Aha. Mhm. Ist ja voll der Quatsch, das, was ich hier mache, ne? Es geht nicht. Es
ist auch schwierig, merke ich gerade. Echt ein bisschen schwierig. Die Frage ist halt, ob unten lang oder oben lang. Wenn man hier lang geht, dann hat man irgendwie immer so Pech, habe ich das Gefühl. Ich muss ja nochmal oben lang wegen den drei Blauen. Wie kriege ich das denn hin? Da oben sind ja gar keine Blauen mehr. Und hier rüber nach links gehen in der Mitte geht nicht. Dann kann ich nur hier rüber. Dann kriege ich immerhin schon mal zwei irgendwie abgeklappert. Aber das ist, glaube ich, auch nicht Sinn der Sache. Jetzt sind die wieder zurückgesetzt. Das ist ja doof. Und wenn man stattdessen hier lang geht, Moment, so. Jetzt ist der Blaue nämlich schon mal weg. Da lang. Ach, dann muss ich den ja auch wieder nehmen. Ach, das ist ja doof. Geht nicht, das ist voll falsch, was ich hier mache. Nee, das... Nee. Was gibt's hier noch? Die Schneekönigin muss die Schlüssel für die verbotene... Ich kann nicht mehr lesen heute hier. Die Schneekönigin muss die Schlüssel für die verbotenen Bereiche des Palastes an sich genommen haben. Ja, da oben ist aber auch ein Junge, mit dem will ich mal reden. It's safe up here. I don't want that scary beast to catch me again. Ja. Verständlich. Diese wunderschönen Verzierungen auf dem Spiegel. Okay, ich komme nicht drum rum. Das Ganze nochmal, bitte. Ach, wo laufe ich nur lang? Man kann ja zumindest den einen mal mitnehmen hier. Dann hat man schon mal einen roten wieder weniger. Fehlt mir ein Blauer, das geht schon mal gar nicht. Ich komme ja hier gar nicht lang. Och Mann. Ich komme hier nicht runter. Das geht nicht. Ich kann hier nicht den Pfad runternehmen. Die Grünen sind jetzt schon mal durch, aber ein Blauer fehlt mir. Vielleicht, dass man den da oben mitnimmt. Nee, da kann ich nicht zurückgehen. Das geht schon mal nicht. Das muss hier unten lang gehen. Ich gehe jetzt mal wieder unten lang. Das macht sonst keinen Sinn, glaube ich. Okay, die Grünen sind jetzt alle schon durch. Das ist natürlich auch blöd, ne? Vielleicht etwas weniger Grüne. Ich weiß, meine Denklogik ist total, ne? Aber, ich nehme mal ein bisschen weniger die Grünen mit. Sonst habe ich später ein Problem. Ich lasse die jetzt auch mal links liegen, sozusagen. In diesem Fall rechts. Aber dann kann ich, wenn ich jetzt hier lang gehe und wieder später zurück muss, dann nehme ich den wieder doppelt. Das haut ja auch wieder nicht hin. Boah, das ist doch echt. Und wenn man da einfach rüber geht, aber ich glaube nicht, dass es so gedacht ist. So, die Blauen sind durch. Das wären vier Grüne, sind die auch quasi durch, glaube ich.
Ja, und dann kommt man hier wieder lang. Das geht nicht. Shit, ich bin hier voll am Rumrätseln. Die ganzen Roten, es sind halt so viele Rote. Und es ist noch ein blauer, müsste ich mitnehmen, wenn ich genau die Route nehme. Ein blauer nochmal mit, das heißt, da könnte ich da oben hier auf den linken blauen vielleicht nochmal rüberspringen. Und dann irgendwie erst runter an den Grün nehmen oder so. Dann hätte ich schon mal Grün und Blau eigentlich abgedeckt. Den habe ich nicht mitgenommen, muss ich dran denken. Aber drei Rote noch. Wie soll ich denn noch drei Rote kriegen? Hier am Anfang irgendwie? Naja, wenn man halt hier lang geht, dann könnte man hier schon alleine drei Rote abdecken, die ausfallen lassen. Nee, die dann mitnehmen, weil dann habe ich die nämlich nicht. Oh, ist das schwierig. Ich sehe ja jetzt schon, dass mir dann ein blauer fehlt. Weil ich komme hier einfach nicht. Ich kann nur auf demselben Weg zurück. Das kann also nicht richtig sein. Ja, mir fehlt einfach ein blauer. Deswegen ist es halt nicht richtig. Ja, toll. Deswegen nehme ich lieber eher den anderen Pfad wieder, weil ich dann die blauen wenigstens abgedeckt kriege. Und anhand denen messe ich jetzt einfach mal, ob das stimmt. Aber ob es stimmt, weiß ich nicht. Ja, toll. Ich habe zu vielen Grünen mitgenommen. Kann ich jetzt schon wieder vergessen. Ja, Leute, ich weiß nicht, wie ich das mit den Roten hinkriegen soll. Ich bin da irgendwie. Vier Rote fehlen mir noch. Sonst hätte ich jetzt Blau und Grün logisch abgedeckt und bin auch direkt vorm Ziel. Müsste nur irgendwie eine Runde noch machen, dass ich an Rote rankomme. Wie kriege ich das denn hin? Hier unten würde ich Rote haben, komme aber nirgendwo raus. Dann gehe ich wieder zurück und es ist, als hätte ich sie gar nicht gedrückt. Hier würde ich vielleicht noch mal zwei mitnehmen können. Hab dann aber das Problem mit dem Grün. Könnte aber zumindest einen mir sparen und den kann ich mir auch sparen. Versuche ich das noch mal. Es ist nicht einfach. Warte. Blauer muss mitgenommen werden, glaube ich. Oder? 1, 2, 3, 4. Nee, ich lasse den mal aus. Und die Grünen lasse ich jetzt auch mal aus. Weil ich hier so eine große Runde drehen muss. Ja, doch. Ja, doch, nee. Den roten hätte ich mal mitnehmen sollen, so. Oh, Mensch, jetzt hätte ich es doch fast. Jetzt fehlt mir nur ein roter, dann hätte ich es doch. Wo hätte ich jetzt noch einen roten mitnehmen können? Wo denn?
Und wenn man... Warte mal, ich könnte ja hier so ein... Nee, ich kann hier keinen Hüpfer machen. Ich muss einen blauen aussetzen, damit ich den einen roten hier noch mitnehmen kann. Dann habe ich, glaube ich, die Lösung geschafft. Oder? Nee, woanders könnte ich doch gar keinen roten mitnehmen. Das heißt, ich muss hier irgendwie... Weil ich muss ja auf diese Route hier wieder kommen. Den einen blauen mitnehmen. Und das heißt, ich muss einen blauen aussetzen. Und wenn ich dann hier oben statt den lang gehe... Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott. Das Ganze nochmal. Ja, anders geht's doch nicht, ne? Nein, ich mach das schon richtig, glaube ich. Aber, ja. Mann, ich sehe das Problem halt auf mich zukommen mit dem Blauen. Dann muss ich doch hier oben lang gehen. Nee, dann kann ich da lang, dann lasse ich den aus. Scheiße, nee, das geht nicht. Jetzt komme ich nicht wieder zurück. Als hätte ich die halt nicht mitgenommen. 1, 2, 3. Jetzt komme ich wieder nicht auf die roten Anzahl. Oh nee, das ist doch doof. Und wenn ich einfach mal so und dann... Nee, das geht auch nicht, weil ich muss hier wieder zurück. Ne, dass ich hier irgendwie gerne eine andere Route mal nehme. Glaube ich aber nicht. Nicht gut mit dem Blauen, weil der hier einfach jetzt zu viel ist und vorher lag das irgendwie besser. Das ist doof. 1, 2, 3, 4, dann schaffe ich die Roten nicht. Ja, das ist, der Blaue ist nämlich zu viel jetzt. Das ist das Problem. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich stehe gerade echt kurz vorm Ziel. Aber bevor ich jetzt hier nur das gemacht habe, würde ich mal sagen, löse ich das Ganze einfach mal. Aber ich glaube, dass ich auf einem guten Weg war. Und ich ärgere mich auch gerade. Ich könnte jetzt einen Cut machen, aber... Ach komm, ein Versuch mache ich noch und wenn es dann halt nicht klappt, dann mache ich den Lösungsbutton. Und zwar nicht, weil ich es nicht hinkriege, das glaube ich schon, wenn ich da jetzt nochmal ordentlich mitdenken würde, aber irgendwie, ne? Es ist halt ein LP und wenn man privat spielt, ist es halt eben doch was anderes. Ich kann diesen Blauen nicht mitnehmen, brauche aber einfach einen Roten mehr, das ist einfach so. Keine Ahnung, wie man das machen kann. Ja, jetzt bin ich genau da, wo ich vorher war. Und das habe ich so gut gemacht, finde ich. Aber es fehlt mir ein Roter. Ich überlege gerade, wie ich den hätte schlenker machen können. Wir haben es ja gerade eben schon ausprobiert mit dem hier. Oder ich habe hier einfach voll den Denkfehler, dass der hier schon richtig ist, dass man einmal hier oben so einen Abzweiger macht. Dann hat man nämlich die Roten voll, theoretisch. Aber das Problem ist dann... Ja, ich hätte noch mal einen Moment... Jetzt bin ich doch schon wieder angestachelt. Das ist immer so, ne? Man will das dann doch schaffen und oh, ich halte mich schon wieder nicht an mein Wort hier eigentlich. Kann natürlich hier oben auch lang, aber ich glaube, dann habe ich wieder 3 Rote zu wenig. Aber mein Gott, jetzt ist eh egal. Jetzt kann man es auch, das Wagnis eingehen. 1, 2, 3, 4. Fehlt mir schon wieder ein Blauer. Diese blöden Blauen.
Ja, wenn man hier noch lang gehen könnte, dann könnte ich jetzt hier so einen Bogen machen, aber ich bin ja schon längst hier am Limit. Also ich glaube, so rum funktioniert es auch nicht. Es war eher die andere Route, von daher shit happens. Ich möchte lösen und ich darf jetzt gar nicht lösen. Ach so. Ja, dann. Nee, Quatsch. Tja, besser weiß ich's einfach gerade nicht. Egalo, jetzt lass dich lösen. Ich hab's doch jetzt schon wirklich versucht. Mach jetzt. Sonst sehe ich immer, dass es mich so ärgert, weil ich es schaffen will eigentlich. Ja, aber man hätte doch auch einfach hier den noch nehmen können, oder nicht? Hätte das nicht geklappt? Warte, ich bin doch hier lang gegangen, dann nimmst du den mit. Hä, bin ich jetzt total? Das habe ich doch ausprobiert, oder nicht? Habe ich das nicht ausprobiert? Bin ich jetzt total beknackt? Ich glaube, ich bin total beknackt. Ja, okay, ich dachte schon, ich habe den hier nicht mitgenommen. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Löse dich jetzt. Oder, ich warte jetzt noch auf den Lösungsbutton, deswegen rede ich schon wieder darüber. Man hätte auch hier lang gehen können, vielleicht. Also, dass man hier nochmal runter geht. Weil die Grünen habe ich schon ausfallen lassen. Also, dann müsste man schon wieder gucken, dass man halt... Aber das geht ja gar nicht, weil man kann nicht von hier runter, hier lang, da den roten noch mitnehmen, da den blauen. Nee, das geht nicht. Keine Ahnung. Mit dem Überspringen des Rätsels sind Tipps für 5 Minuten nicht verfügbar. Ja, ja. Damit kann ich leben. Wir können alle damit leben. Wir wollen da jetzt reingehen und wir gucken das uns jetzt nochmal an. Der falsche Spiegel wurde aus der Schatzkammer entwendet. Einige Eissplitter sind noch geblieben. So, jetzt haben wir hier auch noch was Schönes eingesammelt. Haben nämlich 3 von 4 Teilen von das Märchen der 2 Spiegel. So. Dies muss die Schatzkammer des Königreichs sein. Ja. Aha. Und der glaube, ich habe etwas von anderem Zimmer gehört. Bestimmt ist da jetzt die Mauer eingerissen. Die Tür bewegt sich kein Stück. Ich glaube, ich kann nicht auf die andere Seite kommen. Gut, das ist bestimmt ein Wimmelbild. Nein, es ist sogar was anderes. Okay. Gut, dann gehen wir doch mal rüber, wo die Wand jetzt eingestürzt ist, im nächsten Part von Der Schmerz der Schneekönigin. Bis dann.